Ja, hi ho, meine lieben Rollenspielfreunde, zu einem neuen bekannten Projekt möchte ich fast schon sagen, nämlich Dark Souls 2, was ich ja mal schon vor Ewigkeiten begonnen hatte und dann wegen Dark Souls 1 pausiert hatte, weil ich das noch durchspielen wollte, also durch Let's Playen wollte. Und ja, mittlerweile ist ja Scholar of the First Sin gekommen, wie man hier auch am Titel schön sehen kann. Spielen wir nämlich die Scholar of the First Sin Edition. Einfach zum einen aus dem Grund, weil sie schwieriger ist als das normale Hauptspiel, weil sie besser aussieht und weil ich sie mit 60 FPS spielen kann, was das Spiel doch einiges angenehmer macht. Also besser zu steuern vor allen Dingen. Und es sieht besser aus. Gut. Wir starten nochmal ein ganz neues Projekt, also das alte Projekt, die vier Episoden oder was es damals geworden sind. Das waren ja die ersten beiden Bosse. Das ist offiziell gecancelt. Ich spiele lieber Scholar of the First Sin mit euch. Also wie bei Dark Souls 1 wird das hier auch wieder ein Let's Story und kein normales Let's Play. Ich werde also versuchen, so viel wie möglich, wenn ich nicht drauf vergesse, auf die Story einzugehen, auf die Geschichte, alles, was uns erwartet. Ge also Text, Gegenstände, die wir einsammeln, die Texte mal vorzulesen und so weiter, um meine Interpretation und alles zum Preis zu geben. Ich starte mal schon mal. Es kommen erst Speicherdaten und so weiter, also Anmeldung auf Spielserver. Und ja, wir werden online spielen. Also ihr werdet auch ein bisschen Koop sehen und vielleicht auch ein bisschen PvP. An einigen Stellen, das nehme ich schon mal vorweg, werde ich Cuts machen und im Offline-Modus neu starten. Einfach aus dem Grund, weil zum einen gibt es im Offline-Modus halt Sachen, die es im Online-Modus dort nicht gibt. Also besondere NPC-Invasoren. Zum anderen gibt es ein paar Gebiete, die können im Online-Modus recht nervig sein. Das zeige ich euch dann aber auch gerne mal. Also bevor ich in den Offline-Modus wechsle. Einfach nur, dass wir dort nicht zu viel Zeit verschwenden und vorankommen. Euch mal kurz zeigen. Ich habe bereits ein paar Charaktere. Wobei Talisa hier, die ihr wahrscheinlich aus meinem Baldur's Gate Let's Play kennen solltet, mein Hauptcharakter ist, den ich am weitesten gespielt habe. Die anderen beiden sind nur so zum Jux erstellt worden. Und ja, ich würde sagen, ich starte einfach ein neues Spiel jetzt mal und schweige, während das Intro kommt. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But
one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Jo, das war das Intro. Und damit landen wir direkt im Spiel. Und zwar direkt im Dazwischen und wir stehen in einem Geist schon drin. Also ja, diese Jungs hier, diese Geister, die man gerade sehen konnte. Der eine, der da wegläuft und der mir drin war, das waren die Schatten anderer Spieler. Die entweder genau an derselben Position sind wie ich oder an derselben Position wie ich waren. Also ich weiß nicht genau, ob das ein Vorausblick ist oder ob das genau jetzt Echtzeit gleichzeitig abläuft. Was heißt ein Vorausblick, ein Rückblick meinte ich. So, jetzt aber erstmal ein kurzes Wort zum Intro, da das wie gesagt ein Let's Story ist. Ja, dieselbe Geschichte wiederholt sich wie in Dark Souls 1. Der Fluch der Untoten bricht aus. Kann ich mal kurz sogar zeigen. Wir haben nämlich wieder das Finstermal, das Darksign im Inventar. Ein verfluchtes Symbol. Das Finstersymbol führt zum Tod. Ihr verliert alle eure Seelen und kehrt zum letzten Leuchtfeuer zurück, an dem ihr euch ausgeruht habt. Also eigentlich dasselbe, was man was das alte Finsterzeichen auch gemacht hat. Macht, was ihr machen müsst, um die Teile zu sammeln. Kratzt sie zusammen, um den Anschein des Ganzen zu geben, bevor der Wille dazu verblasst. Ja, genauso ist es wieder hier. Wir sind ein Untoter. Also ein Undead. Und wir müssen verhindern, dass wir zur Hülle werden. Also wie auch in Dark Souls 1 haben die Undead, die Untoten, drei Formen. Die menschliche Form, die ausgehöhlte Form und die Hüllenform. Wobei in der Hüllenform sind sie einfach hirnlos. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also wir sind bereits in der ausgehöhlten Form. Und im Gegensatz zu Dark Souls 1 gibt es hier sogar mehrere Stufen der ausgehöhlten Form und wir sind in der letzten. Was man am Lebenspunktebalken oben sehen kann, der ist nämlich zur Hälfte geleert. Das ist nämlich das Böse. Wenn wir in unserer menschlichen Form sind, haben wir volle Lebenspunkte.
Immer wenn wir sterben, verlieren wir 10% unserer maximalen Lebenspunkte bis zu 50% runter. Da sind wir in der letzten Stufe der ausgehöhlten Form. Und das kann ich euch sogar mal zeigen. Ich kann nämlich auch, wenn es eigentlich was schon, ja, skandalös ist, hier gleich im Tutorialgebiet die Rüstung auszuziehen, noch bevor man Klasse und so gewählt hat und Geschlecht. Ah, die Kapuze muss auch weg. Mehr will ich euch gar nicht zeigen. Ich bleibe nämlich im Inventar. Sieht man hier, wie man bereits auch im Intro gesehen hat, diesen hübschen Knubbel auf unserer Schulter. Das müsste nach meiner Vorstellung nach das Dark Sign, das Finsterzeichen selber sein. Und ja, wir sehen ziemlich unschön aus. Unsere Wirbelsäule, alles drückt durch. Wir haben fast keine Haut. Wir haben eigentlich gar keine Haut mehr. Wir bestehen nur noch aus ranzigem Fleisch. Also ziehen wir uns mal schnell wieder an. So. Nächstes Vorwort, was man im Intro gesehen hat, war, dass wir an diesem Tor angekommen sind, da mit dem Boot. Dann sind die Glühwürmchen losgeflogen und plötzlich sind die Fackeln angegangen. Und wenn ihr mal genau aufs Wasser geachtet habt, oder jetzt mal zurückspult und aufs Wasser achtet, nachdem ich ausgesprochen habe, dann dürftet ihr das Spiegelbild im Wasser sehen. Nicht von den Ruinen, sondern von der Stadt oder dem Schloss, was es früher war. Und in diesem Spiegelbild hat man auch gesehen, wie das Tor aufgegangen ist, aus dem der Strudel entstanden ist. Also sozusagen sind wir durch das Spiegelbild hindurch gereist in das Dazwischen hier, wo wir jetzt hier sind. Das gehört noch nicht zur eigentlichen Welt, in die wir uns begeben werden, sondern das ist einfach wirklich so eine Art Tor zu der Welt. So ähnlich wie das Asyl der Untoten in Dark Souls 1 das Tor nach Lordwyn war. Also wie in der alten Prophezeiung stand, die dir verflucht seid, sollt das Asyl verlassen und nach Lordwyn ziehen, um das Vermächtnis zu erfüllen, ist es hier genauso ähnlich. Wir sind in das Dazwischen gekommen und sollen dann auch in die Welt gehen, um den Fluch zu brechen. Und ja, weil ich die ganze Zeit hier runter gucke, hier sieht man auch schön, da wo wir gelandet sind, in der Mitte, auch wenn er jetzt ziemlich matt aussieht, denke ich mal, dass das hier auch mal ein Spiegel war. Und Spiegel werden später im Endgame auch noch eine Rolle spielen. So viel mal vorwegzunehmen. Aber damit wir jetzt nicht hier die ganze Zeit auf der Stelle rumstehen, gehe ich jetzt mal voran. Hier durchs Gras. Und ja, da sind schon erste Gegner. Die sind allerdings relativ scheu, solange man sie nicht angreift. Und da ich keine Waffe oder ähnliches habe, ignoriere ich sie auch und gehe hier erstmal außen rum. Hier ist nämlich ein erstes kleines Secret versteckt. Also ja, wie in Dark Souls 1 gibt es immer wieder versteckte Orte zum Finden, Abzweigungen und so. Was allerdings ein bisschen schade ist, das Spiel hat eine viel linearere Welt als Dark Souls 1. Und sie hat auch nicht die Atmosphäre, wie man sie aus Dark Souls 1 kennt. So, die Jungs hier lassen wir in Ruhe. Und gehen erstmal hier weiter auf den leuchtenden Baum zu. Hier ist ein Wasserfall und hier zwischen Gebüsch ist noch ein Geheimweg. Aber wenn wir uns die Fußspuren hier schon ansehen, sollten wir lieber weggehen. Denn das, was dort ist, damit wollen wir uns jetzt noch nicht anlegen. Damit können wir uns in 20 Folgen oder so anlegen. Wir wollen erstmal hier unten hin, weil hier hat man schon gesehen, liegt noch ein Secret verborgen. Ein kleiner glatterseitiger Stein. So. Da wäre übrigens der Rückweg von dem Geheimpfad. Und ansonsten ist hier eigentlich nichts Besonderes. Außer eben diesem Ständer mit Knochen, der auch ziemlich makaber aussieht. Ja. Also ja, wir merken uns, da hinten ist noch ein Geheimpfad, den wir abgehen können. Da sind noch ein paar kleine Gegner, die uns eigentlich nichts tun, die wir töten könnten.
Aber da wir ansonsten keinen Weg haben, müssen wir wohl hier in die Hütte reingehen. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ja, also erstmal muss vorweg zu dem, die deutsche. Die Untertitel sind manchmal nicht sehr akkurat. Wenn man jetzt genauer aufgepasst hat, hat man es schon gemerkt. Die eine Frau in Rot nämlich hat gesagt, ein Untoter hat den Weg hierher gefunden, statt dem Untertitel. Aber in Wirklichkeit hat sie gesagt, an Undead has come to play, also ein Untoter ist zum Spielen gekommen. Ja, aber man versucht es sinnbildlich zu übersetzen. Auch wenn man es eigentlich direkt übersetzen sollte. Gut, sie fragen uns nach unserem Namen. Ich hoffe mal, das geht so, wenn ich einfach Airi eingebe. Oder Airi besser gesagt. Ich muss mich noch manchmal an die Aussprache gewöhnen. Das ist ein neuer Char, den ich mir ausgedacht habe. In der letzten Zeit. Und so möchte ich meinen Char gerne nennen. Ja, ich bin mir meines Namens sicher. At least. You know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back. Deep into your past. Yes, it's an effigy of you. So, das Menschenbild stellt unsere Menschlichkeit wieder her. Das heißt, wir sind nicht mehr in der ausgehöhlten Form unterwegs, sondern wieder in der menschlichen Form. Und ich würde erstmal den Körper bitte auf weiblich umändern, da Harry eine Frau ist. Und jetzt dann die Klasse bestimmen. Also ja, wie bei Dark Souls 1 gehe ich auch hier mit einem Plan herein. Also wen ich spielen will, was für Rüstung, was für Waffe, so einigermaßen grob. Und ja, wie bereits gesagt, das Spiel hat ein bisschen mehr Linearität als Dark Souls 1. Also, was ihr so kennen werdet aus Dark Souls 1, was ich gemacht habe, da in ein Gebiet gegangen, da den Boss erledigt, dann das ganze Gebiet wieder zurückgegangen, in zwei andere Gebiete, dann wieder in das Gebiet, da weitergegangen. Das wird hier wohl nicht so sehr passieren. Nur an manchen Stellen. Aber das sage ich dann auch schon. So, also erstmal die Klasse. Gehe ich mit euch mal kurz durch, welche Klassen es gibt. Es gibt den Krieger. Das ist so die einfachste Klasse. Startklasse jedenfalls. Weil man in einer mittleren Rüstung ist. Bereits mit Schwert, mit Schild, aber ohne ein gescheites Schwert. Man sieht, es ist zerbrochen. Hat aber einigermaßen gute Stats. Jedenfalls was Stärke, Geschicklichkeit und so weiter angeht. Dann der Ritter. Der Ritter hat bereits ein Breitschwert, aber auch nur das. Hat nicht mal einen Helm als Rüstung, hat auch eine mittlere Rüstung, wobei die etwas schwerer ist als die des Kriegers. Hat aber jedoch kein Schild. Der Krieger ist der einzige Char, der ein Schild hat.
nämlich alle anderen haben keins.